Why? Why? After all this searching, I still cannot find it. Nach all dieser Sucherei konnte ich es immer noch nicht finden. Ja, er driftet langsam wirklich ein wenig ab. Why? After all this searching. Ja, er sagt nicht mehr so viel. Ich mach mich mal ganz kurz menschlich. Ich weiß nicht, ob ich jetzt... Nee, ich bin gerade unmenschlich, okay. Du. Ausbildung umkehren. Jo. Was ich nicht alles für dich tue. Raus, raus, raus. Und er hat keine neue Dialogoption. Schade. Das heißt, er ist jetzt nur da, damit man sieht, dass er langsam verrückt wird. Schön. Das muntert auf. Oh, das hier kenne ich doch. Also diese Wand von außen, dieses runde Ding, das haben wir schon sehr häufig gesehen. Jetzt kommen wir zum ersten Mal ran. Oh, das ist ein Dach. Was? Plural. Hasen. Verlorenes Isalith. Ja. Hier sind viele Drachen. Tun mir Gott sei Dank noch nichts. Wird sie ja bestimmt irgendwann ändern. Die starren alle da in die Mitte, kann das sein? Zu dem Ding da? Okay. Hier hinten ist Loot. Tut mir echt nichts, okay. Da, 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 hier. Eine Ritterseele. Mhm. Wollen wir jetzt ein... Oh, da sind diese komischen Dracheneier. Die werden mir was tun, denke ich. Ich weiß jetzt nicht wirklich, was von mir quasi verlangt wird. Also die scheinen alle um das Gebäude darum zu stieren. Das heißt, da drin wird irgendwas Wichtiges sein. Frage ist halt nur, ob ich vorher alle Drachen bekämpfen muss. Aber da sie mich nicht angreifen, werde ich sie nicht angreifen. Kann ich da hoch? Nö. Kann ich hier irgendwo hoch? Nö. Okay. Da hoch. Ah, hier. Heilen, bitte. Da komme ich her. Da geht's nicht weiter. Da geht's nicht weiter. Ja, gut. Da hätte sich die Frage auch geklärt. Ich muss da lang. Hier. Noch eine Ritterseele. Und das sind irgendwie keine Drachen. Das sind irgendwie nur so komische Dinger. So ein halber T-Rex. Ja. Oh. Du. Weg. Ihr seid wenigstens nicht unheimlich. Ihr greift an. Das ist sehr beruhigend. Oh, ist nix. Da ist nix. Irgendwann steht eine von den Statuen bestimmt auf und erschrickt. Ja. Weg. Herz, du bewegst dich. Das ist ein sehr gutes Zeichen dafür, dass du lebst. Oder animiert bist. Egal, gucken wir den... ganz schön nah dran. Jo. Und hier geht's rein. Okay, okay. Kommt das Riesenviech hier auch rein? Und bist du ein Mimik? Nö. Okay.
Ein bedeutender Held ist hier in eine Kiste gesperrt worden. Schön. Also die Dinger... Oh. Hallo? Au. Was? Du kannst ganz schön hochspringen dafür, dass du so... Ja, du bist eigentlich nur Beine. Okay, das ist klar, dass du hochspringen kannst. Au. Ich glaube, ich lasse den einfach mal da, wo er ist. Stört nicht. Heil. Oh. Okay, das ist neu. Du bist Beine und Schwanz. Heilen. Ich will keine Tränke verbrauchen, wenn es nicht sein muss. Und jetzt geht er wieder zurück. Jo, nö, ich habe nicht wirklich Lust auf einen Kampf hier mit der ganzen Lava und engem Raum und was weiß ich. Also ich laufe einfach hier weiter zum nächsten Gebiet mit diesen fliegenden Eiern. Das wäre dann nicht hier. Oh, das ist sogar mehretagig. Na gut, gucken wir mal. Erstmal oben. Da sehe ich schon mal Loot. Und irgendwelche komischen neuen Grundgeräusche. Doppelmenschlichkeit. Sind die Eier... Wand checken. Nö, ja, okay. Nix. Nix. Okay, also runter. Oh. Au. Beide und beide, da kommt was. Weg. Hier wird wieder irgendwo eine Seite offen sein, ha? Huh? Du wackelst nicht. Du bist zu. Oh, ah, oder auch nicht. Und noch ein Leuchtfeuer. Die sind hier echt überall. Ich glaube, die wollen, dass wir überall Menschlichkeit ausgeben, damit wir später keine mehr haben. Vielleicht gibt es ja auch später irgendwo einen Händler, der mit Menschlichkeit handelt. Dann haben wir nichts mehr. Hm. Na, wo geht's weiter? Das ist ein wenig schwer zu orientieren. Ich glaube, da müssen wir rein. Das sieht sehr wichtig aus. Wollen wir da einfach mal rüberlaufen? Das sieht weit aus. Na komm, gucken wir mal. Da. Sehr gut. Instinkt hat nicht getäuscht. Und was ist denn hier gleich der nächste Boss? Hm. Also die Hexe von Isalis, oder wie sie heißt, die erste Pyromantin, die aus Feuer Pyromantie gemacht hat. Von der sollten wir auch eine Seele holen, richtig? Dann wird die hier wohl sein, so viel Lava wie hier ist. Oh, und wir sind wieder draußen? Nee. Das Licht ist hier so anders. Da sind die komischen Eidinger. Na, du bist noch nicht aktiv. Du bist aktiv. Je mehr ich sie sehe, desto mehr erkenne ich, dass es kein Ei ist, aber... Es ist halt ein kugeliges, feuerspeiendes Ding. Ah, da oben ist auch Loot. Weg, weg. 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 Hm, 900 Seelen. Kann man nicht meckern. Das war, glaube ich, für mehrere zusammen. Ja, einer bringt 300. Naja. Bist du eine Geheimtür? Nö. Aber schon wieder das komische Grunzen. Oder Knurren eher, so ein sowas in der Richtung. Und da kommen wir von unten nicht dran. Okay. Du bist nicht sehr gut im Verstecken. Dafür bist du zu rund. Rund ist nicht so wirklich toll zum Verstecken hinter schmalen Objekten. Weg. Weg.
Hier scheint an den Seiten nichts zu sein. Außer irgendeins davon ist ein Secret. Naja. Und ich glaube, das Knurren gehört zu was auch immer als nächstes kommt an Boss. Oder diesen Möchtegern-Drachen-T-Rex-Dingern. Oder seid ihr das? Stimmt, das könnten die Viecher sein. So ein bisschen Sodbrennen wäre auch nachvollziehbar, wenn man Feuer spalten. So, tut da drauf. Da geht's nicht. Darf ich hier noch wieder raus? Aua. Tut mir leid, ich darf dank Glitch hier nicht raus. Könntest du bitte aufhören, Feuer zu spucken? Ist hier wenigstens ein Secret? Ich will jetzt keinen Rückruf. Ah, hier kann ich raus. Es wäre doof, einen Heimkehrknochen für sowas zu missbrauchen. So. Da ist was Neues. Ein wulstiges Ding mit zwei Armen, wo Münder dran sind. Und was klebt da oben ganz viel drauf? Ganz viele Augen oder ganz viele Münder? Na, schauen wir gleich mal. Du bist ein Secret. Ja, okay. Eine Heilung. Dann gucken wir uns dieses Mund-Augen-Ding da oben an. So. Einfach Schild hoch rangehen, dann kann uns ein... Oh, Blut. Kann uns eigentlich nicht so viel passieren. Ehrenwerter Ritter. Ah ja, ich freue mich schon drauf, wenn wir das nächste Mal zum Schmied gehen und die ganzen Seelen, die wir eingesammelt haben, umtauschen. Dann werden wir primär das Schild weiter aufstufen, weil das Schild ist super. Und danach halt die Rüstung. Das ist bestimmt irgendwas Fluchartiges oder Toxinartiges. Deswegen sollte ich schnell töten. Und es waren Augen. Das war die falsche Taste. Ein roter Brocken. Das wird für die Feuerwaffen sein. Hm? Du siehst aus wie ein Fahrstuhl. Bist du aber nicht. Kein Secret. Kein Secret. Da wird es weitergehen. Gucken wir also hier lang. Du bist eine liebe Statue. Hier geht es auch weiter. Na gut, springen wir runter zum Loot. Au. Ist aber nicht der Loot, den wir von unten sehen konnten, wo wir nicht rankommen, ne? Nee. Eine Heldenseele. Aber auf der Rückseite hier, da müsste jetzt gleich Loot sein, den man von unten vorhin sehen konnte. Wenn ich mich nicht täusche, was ich anscheinend tue. Bye bye. Doch, da ist es. Oh. Seltener Ring der Opferung. Oh, das war ein schöner Sprungangriff. Also, wir haben den Loot, den wir von unten sehen konnten. Das heißt, wir müssen den ganzen Weg jetzt nochmal gehen, aber das ist nicht schlimm. Dafür haben wir den Ring bekommen, der dafür sorgt, dass wir keine Seelen verlieren. Und dass, falls wir verflucht werden, wir nicht verflucht werden, sondern einfach nur sterben. Ich glaube, so war der. Also doch relativ praktisch. Vor allem, wenn wir mal wieder in einem Gemälde gefangen sind, wo wir nicht rauskommen und wo wir Gegner haben, wo wir denken, dass sie einen verfluchen könnten. Okay, da geht's auch noch weiter. Oder bin ich da runtergesprungen? Warte mal. Nee, das ist wieder was anderes hier. Boah, ganz schön verwinkelt, ganz schön verwinkelt. Kapusch, kapusch. Kapusch, kapusch. Die haben bisher noch gar nichts gedroppt, ne? Die runden Dinge. Also weder irgendwas Normales noch irgendwas Seltenes. Ich könnte ja den mal ablegen. Und stattdessen kurzfristig den goldenen Schlangenring benutzen. Nur so, um so zu gucken, ob die vielleicht nicht doch irgendwie ganz selten mal was Tolles dabei haben könnten.
Wahrscheinlich wären es dann aber auch rote Brocken, die ich nie benutzen würde, weil ich halt nicht so Feuerwaffen benutze. Physikalisch und später vielleicht mal göttlich wäre es, glaube ich, eher. Also klar, könnte man theoretisch alle Waffen haben, aber das wird eine Weile dauern, alles zu grinden. Oh, da hinten ist ein Dämonen-Titanit.